Hallo Leute, hier ist wieder Tesla-Fan. Ich wollte heute ein kleines bisschen über zwei Alternativen zu Tesla sprechen. Hierbei muss man sagen, dass man natürlich das nicht hundertprozentig vergleichen kann, da es andere Wagenklassen sind. Ich habe aber gedacht, wenn man sich finanziell eben nicht absolut verausgaben will, was gibt es sonst, was aus meiner Sicht sehr attraktiv vom Aussehen her ist und auch preislich gesehen noch in einem Rahmen sich befindet. Und hierbei komme ich heute auf die Fahrzeuge von Hyundai, den neuen EQ elektrisch und auf den BMW i3. Und dort eben auch würde ich mich auf den elektrischen fokussieren. Dann wollen wir mal mit dem Hyundai anfangen. Hier sieht man nun als erstes den Hyundai. Er sieht von der Form her ja ähnlich wie ein kleiner Tesla aus und ist aus meiner Sicht ein attraktives Fahrzeug. Es gibt drei Varianten, die jeweils mit Ausstattungspaketen versehen sind, wo man fast alles bekommen kann, wenn man die Vollausstattung nimmt. Weil man muss allerdings sehen, ob man die Komfortmerkmale alle benötigt. Ja, der Innenraum ist sehr ansprechend. Das ist allerdings jetzt hier das Premium-Modell. Trotzdem, glaube ich, ist der Innenraum sehr modern und sieht sehr hochwertig aus. Zusätzlich gibt es verschiedene Feature, die auch sehr interessant sind, wie Handyladen und so weiter. Ja, außer diese drei Ausstattungsvarianten gibt es noch das Schiebedach und die Metalliclackierung. Und damit hat sich das mit der Liste der Zusatzausstattungen bei diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat eine 28 Kilowattstunden Batterie. Eine Reichweite von 280 Kilometern, ist von 0 auf 100 in 9,9 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 165 Stundenkilometern. Ich denke, das sind gute Basisdaten für so ein Fahrzeug. Jetzt möchte ich überleiten zum BMW, auch hierzu ein paar Worte sagen. So, hier kommen wir zum BMW i3. Ich denke, es ist ein außergewöhnliches Design, was dieses Fahrzeug mit sich bringt. Und der Geschmack ist natürlich immer der Person überlassen. Ich denke trotzdem, dass dieses Auto was Besonderes hat und gerade im Stadtverkehr natürlich seine großen Stärken ausspielen kann. Ja, von der Innenausstattung kann man verschiedene Varianten wählen. Es gibt Atelier, die Basisvariante, Loft, Lodge und die Suite. Ich denke, die Fahrzeuginnenausstattungen sind sehr schön, auch hochwertig gehalten. Allerdings, wenn man eine der drei anderen Varianten aus Atelier nimmt, muss man mit einem Aufpreis von bis zu knapp 3000 Euro dabei rechnen. Ja, der Basispreis mit 36.150 Euro ist im Verhältnis zum Hyundai noch recht ausgewogen. Allerdings muss man natürlich sagen, ist die Aufpreisliste lang und man kommt, wenn man alles reinpackt, fast auf knapp 50.000 Euro. Allerdings kann man eben entscheiden, was für einen denn sinnvoll und notwendig ist. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, dass man eben, wie ich schon sagte, auf fast 50.000 Euro kommt, ist der i3 natürlich doch in einem anderen Segment zu finden als der Hyundai. Im Endeffekt entscheidet der Geschmack, was für ein Fahrzeug man gerne fahren möchte. Die Rahmendaten vom i3 sind knapp 300 Kilometer Reichweite. Er ist mit 150 Stundenkilometer abgeregelt, in 7,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer,
also schon relativ sportlich zu bewegen in der Innenstadt. Ja, mein Fazit. Ich würde sagen, gerade wenn man sich in der Innenstadt bewegen möchte und nicht weiter als so zwischen 100 und 200 Kilometer seine normalen Fahrten tätigt, sind beide Fahrzeuge hervorragende Fahrzeuge. Und durch ihre mittlere Reichweite von fast 300 Kilometern kann man sie auch gut mal auf Langstrecke fahren, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, um diese Ladevorgänge zu kompensieren. Insgesamt denke ich, sieht man, dass die Entwicklung sehr positiv ist und wir langsam dazu kommen, dass Fahrzeuge einfach sehr flexibel sind. Ja, wenn wir jetzt schauen, was gibt es sonst noch, dann gibt es noch den VW, der die nächste Reichweite von 300 Kilometern hat, der GT Wolf. Dann haben wir noch den Bolt, der sogar 500 Kilometer dann machen soll, den Ampera, der auch noch dort ist. Also es kommen mehrere Fahrzeuge, nur für mich waren diese beiden Fahrzeuge eben vom Aussehen attraktiv und deswegen wollte ich sie euch einmal gerne vorstellen. Was ich jetzt gleich nochmal machen werde, ist, ich werde auch über den neuen Tesla-Produkt Zusammenstellung einmal etwas sagen, so, weil ich glaube, dass durch diese Möglichkeiten, die Tesla jetzt gemacht hat und die Veränderungen doch auch für Leute mit einem knapperen Budget Möglichkeiten bestehen. Und auch dazu wieder, ich packe den Link für das Weiterempfehlungsprogramm hinein, sodass ihr, wenn ihr wirklich ein Auto ordern wollt von Tesla, euch diese 1000 Euro sichern könnt. Zusätzlich ist es so, dass bei diesen beiden Fahrzeugen, die ich vorgestellt habe, die 4000 Euro Prämie vom Staat noch mit beantragt werden kann und damit die Fahrzeuge noch im Preis ein kleines bisschen niedriger werden. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen, mein Video. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt. Eine positive wäre natürlich super, Kommentare aber immer gerne, auch, wenn ihr irgendetwas verbessern wollt. Ja, danke und bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.